Kapitel 3: Der Vatikan als geistig-religiöse Macht, wie die katholische Kirche regiert wird. Der diplomatische Apparat des Vatikans wäre wenig wert, wenn er die einzige Säule der päpstlichen Macht darstellte. Nicht die Diplomatie verleiht der katholischen Kirche ihre enorme Macht, sondern die Tatsache, dass hinter dieser Diplomatie die Kirche mit all ihren mannigfaltigen, weltweit umfassenden Möglichkeiten steht. Der Vatikan als diplomatisches Zentrum ist nur eine Seite der Erscheinung. Die vatikanische Diplomatie ist so einflussreich und kann so große Macht auf diplomatisch-politischem Gebiet ausüben, weil sie über die gewaltige Maschinerie einer Glaubensorganisation verfügt, die in allen Ländern Stützpunkte hat. Mit anderen Worten, der Vatikan als politische Macht benutzte die religiöse Institution der katholischen Kirche zur Erreichung seiner Ziele. Und diese Ziele bestehen vor allem darin, die Interessen der katholischen Kirche zu vertreten. Diese Doppelrolle jedes Angehörigen der katholischen Hierarchie beeinflusst zwangsläufig all jene zahllosen religiösen, kulturellen, sozialen und ausschließlich politischen Organisationen, die mit der katholischen Kirche zusammenarbeiten. Sie können, obwohl sie eigentlich nur auf religiöser Grundlage mit der Kirche verbunden sind, jederzeit benutzt werden, mittelbar und unmittelbar die politischen Bestrebungen des Vatikans zu unterstützen. Da dieser religiöse Apparat von großer Bedeutung für die politische Aktivität der Kirche ist, macht es sich nötig, die dazu entwickelten hierarchischen, administrativen und religiösen Formen der Leitung zu untersuchen. Wir müssen feststellen, welche Methoden angewandt werden, wo die Fäden zusammenlaufen, welche Organisationen beteiligt sind, welche Gebiete jeweils beeinflusst werden und nicht zuletzt, welcher Geist diese Leitung beherrscht und welche Stellung sie zu den wichtigsten Fragen unserer Zeit einnehmen. Die katholische Kirche ist eine gewaltige Organisation mit weltweiten Verbindungen. Deshalb bedarf sie, ungeachtet ihres besonderen Charakters und ihrer Zielsetzung, gewisser Formen eines zentralisierten Apparates, die es ihr ermöglichen, die vielen Erscheinungen ihrer Aktivität zu koordinieren und zu vereinen. Diese zentrale Maschinerie befindet sich fast vollständig im Bereich des Vatikans. Ihre verschiedenen Ämter, das Staatssekretariat, das Kardinalskollegium und die Kongregationen, bilden die Regierung der katholischen Kirche. Sie sind alle bedingungslos und dem absoluten Willen des Papstes unterworfen. Der Säule, auf der die katholische Kirche als religiöse Institution und als politische Macht ruht. Er ist der absolute Herrscher, der in allen religiösen, moralischen, administrativen, diplomatischen und politischen Angelegenheiten das letzte Wort spricht. In der katholischen Kirche und im Vatikan ist sein Wille Gesetz. Er ist der letzte absolute Herrscher auf Erden. Kein politischer Diktator kann seine Macht mit der Macht des Papstes vergleichen. Der Papst ist keinem menschlichen Wesen Rechenschaft schuldig, sein einziger Richter ist Gott. Dem Papst folgt auf der kirchlichen Stufenleiter der Kardinalstaatssekretär. Ihm untersteht die Gerichtsbarkeit innerhalb der kirchlichen Administration. Seine Stellung lässt sich annähernd mit der eines Ministerpräsidenten vergleichen, der auch die Funktion des Außenministers ausübt. Sein Amt ist das wichtigste und mächtigste unter den Ämtern des Vatikans. Alle anderen Ministerien, selbst die rein religiösen, müssen sich den Entscheidungen des Staatssekretärs unterwerfen. Er verfügt über einen persönlichen Einfluss wie kein anderes Mitglied der Kirche und ist allein dem Papst verantwortlich. Der Staatssekretär gilt als der politische Kopf des Vatikans. Durch ihn lenkt und leitet der Papst seine politischen Aktionen in der ganzen Welt. Daher steht der Staatssekretär in ständigem persönlichen Kontakt mit dem Papst. Jeden Morgen erstattet er ihm Bericht und berät mit ihm häufig mehrmals am Tage die aktuellen Fragen der vatikanischen Politik. Wöchentlich einmal empfängt der Kardinalstaatssekretär
die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Vertreter der ausländischen Mächte und interessiert sich dabei vor allem für die Diplomaten, die dem Vatikan wichtige Informationen zu überbringen haben. Er ist für jeden Brief, der den Vatikan verlässt, ebenso verantwortlich wie für die Ernennung jedes päpstlichen Diplomaten. Kein Beamter der Kurie kann ohne seine Empfehlung bestellt werden. Der Papst ist von seinem Staatssekretär abhängig. Kein anderer steht der fast uneingeschränkten Macht des Papstes so nah wie der Kardinalstaatssekretär. Dem Staatssekretär unterstehen drei Hauptabteilungen. Die erste ist die Kongregation der außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten, die alle wichtigen politischen und diplomatischen Fragen behandelt. Die Kongregation ist ein Kardinalskomitee, man kann es mit dem Kabinett eines modernen Staatswesens vergleichen. Die zweite Hauptabteilung beschäftigt sich mit den laufenden politischen Fragen, den Angelegenheiten des diplomatischen Korps und der Entsendung von päpstlichen Beauftragten. Sie wird geleitet von dem Sustitutio, dem Unterstaatssekretär für allgemeine Angelegenheiten. Zu ihr gehören die Geheimdienstzentrale des Vatikans und ein spezieller Sektor, der sich ausschließlich mit der Anlage und Überprüfung von Dossiers und der Bearbeitung von Anträgen auf Ordens- und Titelverleihung und so weiter befasst. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges waren damit nicht weniger als 6 Redakteure, 10 Stenografen und 7 Archiviare beschäftigt. Die dritte Hauptabteilung nannte sich früher Sekretariat der Breven und ist erst 1908 in den Amtsbereich des Kardinalstaatssekretärs übergegangen. Sie untersteht dem sogenannten Kanzler der Breven und gliedert sich in das Sekretariat der Breven für Prinzen und das Sekretariat für lateinische Verlautbarung. Ein Breve wird gewöhnlich benutzt, Würden zu vergeben oder besondere Steuern zu verkünden. Unter den Breven für Prinzen versteht man heutzutage Breven für Könige, Präsidenten, Premierminister, Bischöfe und selbst weniger bedeutende Persönlichkeiten. Wenn sich das Breve nicht mit religiösen, sondern mit politischen oder diplomatischen Fragen befasst, ist es nichts anderes als ein Schreiben, das die Unterschrift des Papstes trägt und von einem Nuntius oder einem päpstlichen Legaten überbracht wird. Die Aufgabe des Staatssekretariats für lateinische Verlautbarung besteht in der redaktionellen Bearbeitung der päpstlichen Botschaften, das heißt der Enzykliken. Das Amt des Staatssekretärs besteht bereits seit der Zeit der Renaissance. In einem aufschlussreichen Dokument, verfasst im Jahr 1602 von Papst Sixtus V., werden die Eigenschaften beschrieben, die von einem päpstlichen Staatssekretär gefordert werden. Der Ministerpräsident des Vatikans muss alles wissen, er muss alles gelesen haben und muss alles verstehen, aber er darf nichts ausplaudern. Er muss selbst die Stücke kennen, die in den Theatern aufgeführt werden, denn sie enthalten aufschlussreiche Tatsachen über ferne Länder. Die Anfänge des Staatssekretariats lassen sich verfolgen bis in die Camera Secreta der mittelalterlichen Päpste. Schon damals unterhielten die Päpste oft recht delikate diplomatische Beziehungen zu den verschiedensten Mächten. Die erforderliche Korrespondenz wurde von päpstlichen Notaren geführt, deren Stellung etwa der fürstlichen Minister entsprach. Sie war im Gegensatz zu den päpstlichen Erlassen der Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur der Camera Secreta bekannt. Im 15. Jahrhundert wurde die Camera Secreta ein unentbehrliches Instrument der Päpste. Die Breven erhielten diplomatischen Charakter. Eine neue Funktion, die des Secretarius Domesticus, wurde nötig, um sie abzufassen. Leo X. teilte diese Arbeit zwischen dem Secretarius Domesticus, der die offiziellen Verlautbarungen zu entwerfen hatte, und dem Segretario del Papa, dem päpstlichen Privatsekretär, dessen Tätigkeit vor allem politischer Art war. Der Privatsekretär befasste sich mit der Instruierung der politischen Beauftragten des Papstes an den Höfen Europas. Ursprünglich hatte dieser Sekretär wenig Einfluss, doch im Laufe der Zeit
wurde seine Stellung immer mächtiger und übertraf schließlich die aller anderen päpstlichen Würdenträger. Nach der Konstitution, die Papst Pius IX. Im Jahre 1847, also vor dem Verlust der päpstlichen Besitztümer, erlassen hatte, war der Sekretär der wirkliche Premierminister. Als der neue Vatikanstaat gebildet worden war, wuchs die Bedeutung seines Amtes so gewaltig, dass sein Einfluss innerhalb der Kurie und innerhalb der gesamten katholischen Welt heute nahezu allmächtig ist und nur vom Papst selbst übertroffen wird. Das Heilige Kardinalskollegium folgt, soweit es sich um diplomatisch-politische Angelegenheiten handelt, dem Staatssekretär, ist ihm jedoch auf rein religiösem Gebiet übergeordnet. Damit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass die Kardinäle die Säulen der katholischen Kirche als religiöse Institution auf diplomatischem und politischem Gebiet bedeutungslos wären. Im Gegenteil, sie nehmen vollverantwortlich teil an der Festlegung und Durchführung der allgemeinen politischen Linie des Vatikans. Die Aufgabe des Heiligen Kardinalkollegiums kann man mit der eines Staatsrats vergleichen. Die Kardinalswürden gehen zurück auf die Kirchenorganisation im alten Rom. Dem Wort liegt das lateinische Cardio zugrunde, das Türangel oder Drehpunkt heißt. Bis auf den heutigen Tag sind die Kardinäle in der katholischen Kirche in der Tat das, was ihr Name besagt. Im Mittelalter bedürften päpstliche Ernennungen der Zustimmung des Heiligen Kollegiums. Julius II. Schaffte dieses Verfahren 1517 ab, weil es die Kirche in erhebliche Schwierigkeiten brachte. Seither hängen alle Berufungen, Ernennungen usw. so allein vom Willen des Papstes ab. Die Kardinäle haben ihre Titularkirche in Rom. Sie gelten als die Fürsten der Kirche und stehen bis auf den heutigen Tag auf einer Stufe mit den wenigen noch verbliebenen Königen als deren liebe Neffen. Selbst Republiken wie die französische stellen die Kardinäle über die Botschafter und in der internationalen Etikette gewährt man ihnen den Rang echter Fürsten, Fürsten von Geblüt. Die Kardinäle spielten in der Vergangenheit eine bedeutende politische Rolle und spielen sie noch heute. Manche Ereignisse unserer Zeit in katholischen und nicht-katholischen Ländern sind auf ihr Wirken zurückzuführen. Das Heilige Kollegium genießt bei den meisten Ländern großen Respekt. Sie kennen die Macht und den Einfluss, den die Kardinäle auf die Stellung der katholischen Kirche zu den religiösen, diplomatischen und politischen Problemen in allen Ländern ausüben können. Dem Heiligen Kollegium der Kardinäle dürfen nicht mehr als 70 Mitglieder angehören. Man unterscheidet zwei Arten von Kardinälen, jene, die Erzbistümer leiten und jene, die ihren Sitz in Rom haben und als ständige Berater des Papstes tätig sind. Wie wir bereits wissen, ist der Kardinalstaatssekretär der wichtigste unter den Kardinälen. Noch in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts herrschte die Tradition, dass die Mehrheit der Kardinäle Italiener sein mussten. 1846 gab es zum Beispiel nur 8 nicht-italienische Kardinäle. Pius IX. Ernannte in seiner 32-jährigen Regierungszeit 183 Kardinäle, von denen bereits 51 Ausländer waren. 1878 zählte man 25 nicht-italienische Kardinäle. 1903 standen 25 nicht-italienischen Kardinälen, unter ihnen ein amerikanischer Kardinal, 29 italienische Kardinäle gegenüber. 1914 gab es 32 italienische und 25 ausländische Kardinäle, unter ihnen 3 amerikanische. 1915 war das Verhältnis 29:31. Im Januar 1930 verteilten sich die Sitze im Heiligen Kollegium wie folgt: Belgien 1, Brasilien 1, Deutschland 4, England 1, Frankreich 7, Holland 1, Irland 1, Italien 29, Kanada 1, Österreich 2, Polen 2, Portugal 1, Spanien 5, Tschechoslowakei 1,
Ungarn 1, USA 4. 1949 gab es 32 italienische und 32 ausländische Kardinäle, unter ihnen 4 aus den USA. Nach Kriegsende ernannte Papst Pius XII. An einem Tage in einer großen Zeremonie 32 neue Kardinäle. Das war die größte Zeremonie ihrer Art, die Rom seit mehr als 300 Jahren erlebte. Unter den neu ernannten Kardinälen waren drei Deutsche, drei Franzosen, drei Spanier, ein Armenier, ein Engländer, ein Kubaner, ein Ungar, ein Holländer, ein Pole, ein Chinese, ein Australier, ein Kanadier, vier US-Amerikaner, sechs Südamerikaner und, was bezeichnend ist, nur vier Italiener. Zum ersten Mal bedachte die Kirche einen Chinesen, Bischof Tien, apostolischer Vikar in Tsinghuattu, und einem Australier, Erzbischof Gilroy aus Sydney, mit der Kardinalsrobe. Die Ernennung von vier US-Amerikanern, ein Engländer, ein Kanadier, ein Australier und sechs Südamerikanern zu Kardinälen weist unmissverständlich darauf hin, dass die Kirche mehr denn je daran interessiert ist, ihren Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent und in den angelsächsischen Ländern zu verstärken. Die Kardinäle sind Berater des Heiligen Stuhls und wählen den neuen Papst. Vor allem aber sind sie die absoluten kirchlichen Herrscher in ihrem jeweiligen Bereich. Sie haben über sich nur eine Autorität, der sie um des weiteren Wohlergehens der universalen katholischen Kirche willen zu blinden Gehorsam verpflichtet sind, dem Papst. Sie schulden ihm diesen blinden Gehorsam nicht nur in religiösen, sondern auch in sozialen und politischen Fragen. Obwohl es theoretisch so aussieht, als könnten sie eine unabhängige politische Linie verfolgen, müssen sie sich in Wirklichkeit dem Staatssekretär, der selbst ein Kardinal ist, und durch ihn dem Papst unterordnen. Die Kardinäle sind einmal das Fundament, auf dem die katholische Hierarchie beruht, und zum anderen die Türangeln der Kirche als eine politische Institution. Ob sie in den verschiedenen Ländern tätig sind und dort, zumeist als Primas, die Rolle eines Papstes in ihrem Bereich spielen, oder ob sie gewöhnlich als Leiter oder Mitglieder der Ministerien im Vatikan residieren, immer sind sie die religiösen, administrativen und politischen Säulen der katholischen Kirche. Das Wirken der katholischen Kirche ist weit gespannt und umfasst viele Gebiete. Um die daraus erwachsenen Aufgaben zu bewältigen, ist ein straff organisiertes leitendes Zentrum erforderlich, dessen Ämter, im Vatikan Kongregationen genannt, ihre Arbeit aufeinander abstimmen müssen. Das Wort Kongregation hat in diesem Fall nichts gemein mit seiner gewöhnlichen Bedeutung, in der es Kirchengemeinde heißt. Die Kongregationen des Vatikans sind vielmehr mit den Ministerien in einem zivilen Staatswesen vergleichbar. Die Kongregationen entstanden nach der Reformation im 16. Jahrhundert, als die katholische Kirche sich reorganisieren musste, um ihren Feinden Widerstand leisten zu können. Sie verkörpern die zentrale und administrative Gewalt der katholischen Kirche. Wie das Ministerium einer weltlichen Regierung von einem Minister geleitet wird, so steht an der Spitze jeder Kongregation ein Präfekt. Dieser Präfekt ist zumeist ein Kardinal. Es kommt auch vor, dass der Papst selbst eine Kongregation leitet. Die Beamten und Angestellten sind in der Mehrzahl Geistliche und nur in wenigen Fällen hochgestellte Laien. Befassen wir uns kurz mit der Geschichte und den Aufgaben der kirchlichen Ministerien, deren Arbeit sich oft auf Millionen katholischer Gläubige in der ganzen Welt und dadurch mittelbar auf das Schicksal vieler Völker und Länder auswirkt. Die meisten Kongregationen sind ihrem Wesen nach religiöser Art, aber gerade deshalb sind sie besonders mächtig.
Und die katholische Kirche zögert nicht, mit Hilfe der Kongregationen einzelne Gläubige oder ganze Gemeinschaften von Gläubigen religiös und moralisch unter Druck zu setzen. Die zentrale Regierung der katholischen Kirche gliedert sich in drei Hauptgruppen: die heiligen Kongregationen, die Tribunale und die Offizien, Ämter. Wir werden sie uns im Einzelnen ansehen, wobei wir uns bei einigen darauf beschränken können, sie lediglich zu erwähnen, während andere, die eng mit dem in Verbindung stehen, was in diesem Buch behandelt wird, eine nähere Betrachtung erfordern. Die Kongregationen. Es gibt 12 Kongregationen oder Ministerien der katholischen Kirche. Die erste, die religiösen Kongregation. Zweite, die Zeremonialkongregation. Dritte, die Ritenkongregation. Vierte, Sakramentenkongregation. Fünfte, die Kongregation der Seminare und Universitäten. Sechste, die Kongregation für die orientalische Kirche. Siebte, die Konzilekongregation. Achte, die Konsistorialkongregation. Neunte, die Kongregation der außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten. Zehnte, das Heilige Offizium. Elfte, die Kongregation der Basilika des Heiligen Petrus. Zwölfte, die Propagandakongregation. Die Tribunale. Erste, die Heilige Römische Rota, Rota Romana. Zweite, die Apostolische Signatura, Signatura Apostolica. Dritte, die Apostolische Pönitentiarie, die Offizien, Ämter. Erste, das Staatssekretariat. Zweite, die Apostolische Datarie. Dritte, die Apostolische Kanzlei. Vierte, das Sekretariat der Breven für Prinzen und lateinische Verlautbarung. Die Kongregationen. Die erste, die religiösen Kongregation. Gegründet 1586. Sie regelt Angelegenheiten zwischen den Bischöfen und den Gläubigen sowie zwischen den Gläubigen selbst. Die zweite, die Zeremonialkongregation. Sie befasst sich mit der Etikette am päpstlichen Hof. Der Präfekt der Kongregation ist zugleich Dekan des Heiligen Kollegiums. Die dritte, die Ritenkongregation, gegründet von Sixtus V., sie befasst sich mit der Seligsprechung und Kanonisation. Die vierte, die Sakramentenkongregation, gegründet 1908. Sie befasst sich mit Angelegenheiten der sakramentalen Disziplin und der besonderen Berücksichtigung der Ehe. Die Erlasse dieser Kongregation regeln Fragen der Nichtigkeitserklärung von Ehen und ähnlichen Angelegenheiten katholischer Laien. Die fünfte, die Kongregation der Seminare und Universitäten. Sie wurde 1588 als Heilige Kongregation der Studien gegründet und erhielt ihre jetzige Bezeichnung 1915. Ihre ursprüngliche Aufgabe war es, die Lehrtätigkeit in den päpstlichen Besitzungen zu überwachen. Später erstreckte sich ihr Arbeitsbereich auf die katholischen Universitäten in Österreich, Frankreich, Italien und anderswo. Gegenwärtig hat sie alle höheren Lehrinstitute zu überwachen, die unter katholischer Leitung stehen. Die sechste, die Kongregation für die orientalische Kirche. Die Vielzahl der Kirchen im Nahen und Fernen Osten machte es erforderlich, dieses Amt ins Leben zu rufen, 1917. Bis dahin war es eine Unterabteilung der Propaganda Fide, es wird vom Papst geleitet. Einige Kirchen im Nahen Osten haben Riten, die sich von denen der römisch-katholischen Kirche unterscheiden. Es handelt sich um die griechische, die russische, die rumänische und die armenische Kirche. In diesem Zusammenhang mag es von Interesse sein, dass die griechisch-rumänische Kirche mehr als 1 Million Gläubige zählt, während der griechisch-ruthenischen Kirche kaum ein Viertel dieser Anzahl angehört.
Außerdem gibt es 300.000 Syro-Maroniten, deren Riten und Gebete eine Mischung aus syrischen und arabischen Elementen darstellen. Die griechischen Melachiten, deren Riten arabische und deren zeremoniell griechische Herkunft sind, haben etwas mehr als 100.000 Anhänger. Mehr als 100.000 Armenier leben verstreut zwischen Ungarn und Persien, während in Persien, Kurdistan und im Irak, Mesopotamien, etwa 40.000 Syro-Chaldäer leben. In Ägypten gibt es etwa 10.000 Anhänger koptischer Riten und in Abessinien zählen die Äthiopier etwa 30.000 Anhänger. Selbst in Hindustan leben etwa 200.000 Katholiken, die sich nach den syrischen Riten von Malabar richten. Darüber hinaus gibt es die rein syrischen, rein griechischen, die griechisch-bulgarischen Formen und andere. Die siebte, die Konzilkongregation. Sie setzte sich ursprünglich aus 8 Kardinälen zusammen, die mit der Leitung des Konzils von Trient betraut waren. Jetzt beschäftigt sich die Kongregation vor allem mit der kirchlichen Disziplin in der ganzen Welt und mit der Revision der Kirchenversammlungen. Sie kann mit einem großen Innenministerium verglichen werden. Die achte, die Konsistorialkongregation. Diese Kongregation hat viel Ähnlichkeit mit dem Heiligen Offizium in seiner gegenwärtigen Gestalt. Sie hatte dasselbe Oberhaupt, den Papst, und die ihr angehörigen Kardinäle und Mitarbeiter sind zur gleichen Geheimhaltung verpflichtet. Sie wurde 1588 gegründet und zu Beginn dieses Jahrhunderts reorganisiert. Die Konsistorialkongregation ist verantwortlich für den Aufbau der Konsistorien, der kirchlichen Oberbehörden, für die Ernennung der Bischöfe sowie für die Struktur und Existenz der Diözesen. Sie ist eine Art Personalabteilung. Hier werden alle Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, die der katholischen Kirche geeignet scheinen, ihre Geistlichen in der ganzen Welt zu kontrollieren, zum Beispiel die Bestrafung von Priestern, die gegen ihre Pflichten verstoßen oder sich mit Institutionen, Personen oder politischen Parteien eingelassen haben, die der katholischen Kirche feindlich gesinnt sind oder von ihr abgelehnt werden. Wenn wir später die Politik des Vatikans in den einzelnen Ländern behandeln, werden wir viele solchen Beispielen begegnen. An dieser Stelle genügt es zu erwähnen, dass der Vatikan 1924 ein Verbot über alle amerikanischen Priester verhängte, die den Rotary Club beitreten wollten oder beigetreten waren. Die Konsistorialkongregation kann man als eine Art kirchlichen Scotland Yard bezeichnen. Die neunte, die Kongregation der außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten. Als wir das Staatssekretariat behandelten, hatten wir bereits Gelegenheit, einen Blick auf die Tätigkeit dieser Kongregation zu werfen. Sie ist in politischer Hinsicht zweifellos die wichtigste. In ihr wird die Vatikanpolitik geplant, überprüft und ausgeführt. Pius VI. Rief sie 1793 ins Leben, um die kirchlichen Angelegenheiten in Frankreich zu regeln. Später, 1814, gewährte Papst Pius VII. Ihr das Recht, alle Angelegenheiten zu überprüfen und zu begutachten, die dem Heiligen Stuhl unterbreitet werden. Sie befasst sich mit allen Fragen kirchlicher und politischer Natur, überprüft die diplomatischen Beziehungen des Vatikans zu anderen Staaten, zu politischen Parteien und so weiter und führt die Verhandlungen über die Konkordate. Ihr Präfekt ist der Kardinalstaatssekretär. Die zehnte, das Heilige Offizium, früher unter dem Namen Inquisition bekannt. Die Inquisition ist ein kirchlicher Gerichtshof, dem die Aufdeckung, Bestrafung und Verhütung von Häresie obliegt. Sie wurde erstmals 1229 durch Papst Gregor IX.
in Südfrankreich eingesetzt. Die Inquisition arbeitete nach dem Grundsatz, dass die Wahrheit Rechte besitzt, deren Ansprüche erfüllt und gefördert werden müssen, sowohl im Interesse der weltlichen als auch der kirchlichen Gerechtigkeit. Der Irrtum hat keinerlei Rechte und muss unterbunden oder ausgerottet werden. Katholik Enzyklopädie. Die Inquisition wurde ursprünglich geschaffen, um die Albigenser zu vernichten. Diese Aktion war der Anfang einer Reihe ähnlicher Massenvernichtungen von Heretikern im Mittelalter. Die Inquisition war in der ganzen Christenheit gefürchtet wegen ihrer Gewalttätigkeiten gegen alle, die der Häresie verdächtigt waren, das heißt gegen alle, die die Dogmen der katholischen Kirche anzweifelten, nach deren Berechtigung und Wahrheitsgehalt zu fragen, sich erkühnten oder gegen die päpstliche Macht zu rebellieren wagten. Diese Institution erlangte ihre höchste Vervollkommnung in der sogenannten spanischen Inquisition, die 1478 unter Sixtus dem Vierten von König Ferdinand und Königin Isabella eingerichtet wurde. Die Inquisition sorgte von 1550 bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts dafür, dass in Spanien kein Platz für den Protestantismus war. 1542 wurde die Fortsetzung und Ablösung der universalen römischen Inquisition, das Heilige Offizium, Congregatio Romane et Universalis Inquisitionis Sancti Officii, gegründet. Es hat 1917 auch die Aufgaben der aufgelösten Kongregation für den Index übernommen. Das Heilige Offizium hat die Aufgabe, den Glauben und die Moral zu wahren, Häresie zu verurteilen und die Dogmen zu schützen. Es schreitet zum Beispiel ein gegen Nachgiebigkeit in der Frage der Verhinderung von Ehen zwischen Katholiken und Nichtkatholiken und entscheidet, welche Bücher ein Katholik nicht lesen darf, weil sie dem Glauben schaden oder sonst verderblich sind. Der Präfekt dieser Kongregation ist der Papst. Er führt selbst den Vorsitz, wenn wichtige Angelegenheiten zu entscheiden sind. Die Heilige Kongregation des Heiligen Offiziums war entsprechend der kirchlichen Lehre die höchste Autorität der römischen Kurie und hatte als einzige das Privileg, bindende Entscheidung in Glaubens- und Moralangelegenheiten zu fällen. Mehr als einmal nahm der Papst die alleinige Verantwortung für solche Entscheidungen auf sich, indem er der Kongregation bestimmte Erlasse aufzwang. Ist die Theorie und Praxis des Heiligen Offiziums, das heißt der Inquisition, auch heute noch in der katholischen Kirche lebendig? Es wäre gut, wenn man diese Frage verneinen könnte, aber leider ist es nicht der Fall. Die Kirche vertritt nach wie vor die Auffassung, dass die Wahrheit Rechte besitzt, deren Ansprüche erfüllt und gefördert werden müssen, sowohl im Interesse der weltlichen als auch der kirchlichen Gerechtigkeit. Und unter der Wahrheit versteht die Kirche ihre eigene Wahrheit, denn außerhalb der Kirche ist keine Wahrheit und kann keine Wahrheit sein. In der Theorie pflegt die Kirche noch immer den Geist, der das frühere Heilige Offizium beherrscht hat. Aber in der Praxis kann sie nicht mehr tun, was sie früher tat. Nicht, weil sich gewandelt hätte, sondern weil sich die Welt und die Gesellschaft verändert haben und es ihr nicht länger gestatten, so zu handeln wie früher. Dass die katholische Kirche keineswegs das anmaßende Verhalten aufgegeben hat, das im Heiligen Offizium seine Verkörperung fand, wird allein durch die Tatsache bewiesen, dass sie selbst in unserem 20. Jahrhundert versucht, ihre Forderung Geltung zu verschaffen, wo immer es ihm möglich scheint. Natürlich hat das nur dort Erfolg, wo sich der Staat völlig der katholischen Kirche unterwirft. In allen diesen Fällen zeigt die Kirche den Geist der Inquisition, auch wenn in gemilderten Formen. Ein Beweis dafür sind die beiden katholischen Musterstaaten, das Portugal Salazars und das Spanien Francos. Dort kommen Leute ins Gefängnis,
wenn sie sich weigern, sonntags in die Messe zu gehen. Dort wird der Protestantismus systematisch verfolgt. In vielen Fällen wurden protestantische Priester ins Gefängnis geworfen oder sogar erschossen. Nachzulesen in der katholischen Zeitung Das Universum, Januar 1945. Ein anderes typisches Beispiel für den Geist, der das heilige Offizium beherrscht. 1920 richtete es einen Brief an alle italienischen Bischöfe und forderte sie auf, eine Organisation zu überwachen, die Indifferenz und Apostasie verbreitet. Der Brief bezog sich auf die christliche Vereinigung junger Männer, die in und nach dem Krieg versucht hatte, durch zahlreiche philanthropische Unternehmungen im ganzen Land die Moral des italienischen Volkes zu heben. Nachdem der Vatikan sie auf vielfältige Art entmutigt hatte, erklärte er, diese Organisation sei eine Zentrale des italienischen und amerikanischen Protestantismus und stelle eine Gefahr für den Katholizismus dar. Der CVJM tat in Wirklichkeit nichts anderes als Zigaretten und Schokolade zu verteilen und Vorträge und Theaterabende für die Soldaten zu veranstalten. Viele Leute, vor allem in Amerika, wollten es lange nicht glauben, dass der Vatikan diese Organisation bekämpfte, bis der Kardinalstaatssekretär, zu dieser Zeit Oberhaupt des Heiligen Offiziums, einen Brief veröffentlichte, der es jedem Katholiken untersagte, sich mit dem CVJM einzulassen. In dem Brief hieß es, Zitat, Ihre hohen Eminenzen und Hochwürden, die Kardinäle, die wie der Unterzeichner dieses Briefes als Generalinquisitoren in Angelegenheiten des Glaubens und der Moral tätig sind, wünschen, dass diese Gläubigen ihre wachsame Aufmerksamkeit auf die Art und Weise richten, in der gewisse neue, nicht-katholische Vereinigung durch die Mithilfe ihrer Anhänger verschiedener Nationalität es sich jetzt und schon seit geräumer Zeit angelegen sein lassen, den Gläubigen, insbesondere der Jugend, Fallen zu stellen. Sie erweisen eine Menge Gefälligkeiten jeglicher Art, korrumpieren aber in Wirklichkeit die Integrität des katholischen Glaubens und entreißen die Kinder ihrer Mutter, der Kirche. Unter dem Vorwand, junge Menschen erleuchten zu wollen, entziehen sie diese den Lehren der Kirche, die von Gott errichtet wurde, und spornen sie an, sich von ihren eigenen Gewissen abzuwenden und im engen Umkreis der menschlichen Vernunft jenes Licht zu suchen, das sie erleuchten soll. Unter diesen Vereinigungen muss vor allem jene erwähnt werden, der die meisten Mittel zur Verfügung stehen. Wir meinen jene Vereinigung, die sich christliche Vereinigung junge Männer nennt. Alle, die vom Himmel den besonderen Auftrag erhalten haben, die Herde des Herrn zu leiten, werden von dieser Kongregation flehentlich ersucht, ihren Eifer daran zu setzen, die jungen Leute von den Versuchungen durch jegliche Vereinigung diese Art zu bewahren. Ruft die Unklugen zur Ordnung und stärkt die Seelen jener, deren Glauben schwankend geworden ist. Die heilige Kongregation fordert, dass die Geistlichkeit jedes Bezirks in einem offiziellen Akt alle Tageszeitungen, Zeitschriften und anderen Publikationen jene Vereinigungen, deren gefährlicher Charakter offenkundig ist, weil sie in den Seelen der Katholiken die Irrtümer des Rationalismus und des religiösen Indifferentismus ausstreuen, für zu Recht verboten erklärt. 5. November 1920, Kardinal Mary del Val, Sekretär. Zitat Ende. Dieses Verbot wurde auch im Zweiten Weltkrieg allen Katholiken auferlegt. Der Vatikan tat alles, was in seinen Kräften stand, um die katholischen Soldaten und Zivilisten davon abzuraten, sich mit einer dieser Vereinigung oder mit ähnlichen Gruppen einzulassen. Diese
typische Handlungsweise der Kongregation im 20. Jahrhundert bedarf keines Kommentars. Sie beweist die Richtigkeit unserer Behauptung, dass die katholische Kirche nach wie vor von dem Geist beseelt ist, der im Mittelalter zur Errichtung der Inquisition geführt hat, und dass es lediglich das Verdienst unserer Zeit ist, wenn die Kirche heute nicht mehr auf so drastische Weise der Gesellschaft ihren Willen aufzwingen kann. Die Tribunale. Das erste, die Heilige Römische Rota. Die Römische Rota ist ein Gerichtshof. Von ihm werden alle Fälle behandelt, die die katholische Hierarchie betreffen, und ein Gerichtsurteil zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Art erfordern. Darüber hinaus ist die Römische Rota vielen als die Instanz der katholischen Kirche bekannt, die Ehen für nichtig erklären kann. Sie hatte sich im Lauf der Jahrhunderte mit zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten zu befassen, und ihre Entscheidungen hatten weitreichende religiöse, soziale und politische Folgen. Hier seien nur die Namen Heinrichs VIII., der Borgia und Napoleons genannt. Ein Katholik muss von einem Geistlichen oder dessen Beauftragten im Beisein zweier Zeugen getraut werden. Andernfalls ist die Ehe heimlich und nichtig. Mit anderen Worten, sie hat nach Auffassung der katholischen Kirche niemals existiert, selbst wenn daraus Kinder hervorgegangen sind. Wenn ein katholischer Gläubiger seine Ehe annullieren lassen will, hat er einen weiten Weg vor sich. Der Fall wird von einem bischöflichen Gericht vorgetragen. Ein Beamter, der Defensor Vinculi, tritt für die Gültigkeit der Ehe ein. Der Bischof kann entsprechend dem kanonischen Recht trotzdem ihre Annullierung erklären. Wenn der Beweis erbracht wird, dass einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung nicht getauft war, dem geistlichen Stand angehörte, durch ein Keuschheitsgelübde gebunden war oder einen anderen noch lebenden Ehegatten hatte, auch im Fall zu naher Verwandtschaft kann die Ehe annulliert werden. Falls der Defensor Vinculi oder die Partei, die die Aufhebung der Ehe anstrebt, mit dem Urteil nicht einverstanden sind, kann die Römische Rota angerufen werden. Die Anzahl der Fälle, die vor die Rota gebracht werden, ist gering. Noch geringer aber ist die Anzahl der Fälle, die vor ihr mit Erfolg verhandelt wurden. Während des Jahrzehnts von 1920 bis 1930 brachten 350 Millionen Katholiken lediglich 442 solche Fälle vor die Rota. Von diesen 442 Fällen waren 95 Berufungen gegen die Entscheidung desselben Tribunals. Von den 347 neuen Fällen waren nur 175 erfolgreich. 1945 wurden von 80 Beantragten Nichtigkeitserklärungen 35 gewährt. Die zweite, die Apostolische Signatura. Die Apostolische Signatura wurde im 15. Jahrhundert gegründet und ist der höchste Gerichtshof der katholischen Kirche. Seine Bezeichnung beruht auf der Tatsache, dass die Prälaten, die beauftragt waren, allen Arten von Bittschriften nachzugehen, bei deren Beantwortung der Unterschrift des Papstes bedürften. Nach dem Verlust der päpstlichen Besitzung wurde die Apostolische Signatura geschlossen. Papst Pius X. Führte sie wieder ein. In ihrer gegenwärtigen Form hat sie vor allem die Aufgabe, sich mit Fragen der Ehe zu befassen. Ihr gehören 6 Kardinäle an. Drittens, die Apostolische Pönitentriatrie. Diese Institution befasst sich mit den aus allen Teilen der Welt eintreffenden Bittschriften, in denen um Absolution für bestimmte Verbrechen ersucht wird. Sie entstand 1130, als Papst Innozenz II. Sich selbst das Recht vorbehielt, Absolution für Kapitalverbrechen gegen Geistliche, wo immer sie begangen wurden,
zu erteilen. Der Gerichtshof wird von einem Kardinal geleitet, der auf Lebenszeit bestellt ist. Er erteilt dem Papst auf dem Totenbett Absolution. Eine der besonderen Aufgaben dieses Gerichtshofes ist es, Ablass zu gewähren. Das geschieht in drei Kirchen: in St. Peter, St. Johannes Lateran und in Santa Maria Maggiore. Jede dieser drei Kirchen hat einen Beichtstuhl, in dem sich ein langer Stab befindet. Die Priester, die diesen Beichtstuhl innehaben, sind Mitglieder des Tribunals der Buße, apostolische Pönitentiatri. Sie werden daher die Pönitentiaries genannt. Sie suchen die Basiliken auf und nehmen, wenn sie einen Pilger auf den Knien im Zustand der Reue vorfinden, den Stab aus dem Beichtstuhl, berühren mit ihm zum Zeichen ihrer Milde des knienden Haupt, richten es auf und gewähren ihm Ablass. Der Vatikan von Seldes, Seite 21. Was ist ein Ablass? Der Erlass jener zeitlichen, mit der Sünde verbundenen Strafen vor Gott, deren Schuld vergeben ist, entweder durch das Sakrament der Buße oder durch einen Akt völliger Reue. Den Erlass gewährt eine komplette kirchliche Autorität aufgrund der Vollmacht der katholischen Kirche zur Sündenvergebung. Den Lebenden mit Hilfe der Absolution, den Toten auf dem Wege der Fürbitte, Katholik-Enzyklopädie. Ablässe werden entweder vollständig oder teilweise gewährt. Ein Teilablass bezieht sich auf einen Teil der mit der begangenen Sünde verbundenen Strafe. Die Proportionen werden in Zeitbegriffen ausgedrückt, zum Beispiel 30 Tage, 7 Jahre und so weiter. Ablässe, die aufgrund von Gebeten gewährt werden, gehen verlustig durch Zusätze, Weglassungen oder Veränderung beim Beten. Es ist obligatorisch, dass sich der Sünder, um einen Ablass gewährt zu bekommen, wie groß oder wie klein seine Sünde auch immer gewesen sein mag, im Zustand der Reue befindet. Man kann sich leicht vorstellen, welche Macht die katholische Kirche über einen katholischen Gläubigen durch dieses System geistige Versicherungspolicen für das Leben nach dem Tode gewinnt. Es geht hier nicht darum, das Ablasssystem vom religiösen oder theologischen Standpunkt aus zu erörtern, sondern darum zu zeigen, welche Waffe dieses System für die Macht der Kirche über ihre Gläubigen darstellt. Dieser geistliche Druck wird dadurch verstärkt, dass zusätzlich zu den verschiedenen Ablassarten, die die Kirche durch die Auferlegung von Gebeten oder anderen Taten der Ergebenheit gewährt, die Hierarchie der katholischen Kirche, Bischöfe, Kardinäle und der Papst auch nach einem Gutdünken Ablass gewähren kann. Der Papst ist der höchste Sündenvergeber, nur er kann durch seine göttliche Autorität die Dispensation aufgrund der Vollmacht der katholischen Kirche zur Sündenvergebung erteilen. Kommentar: Aufgrund der Vollmacht der katholischen Kirche zur Sündenvergebung erteilen, der katholischen Kirche, nicht des wahren Gottes im Himmel. Eine angemaßte Fähigkeit. Kommentar Ende. Niedrigere Stellen der katholischen Kirche dürfen Ablass nur in den Umfang gewähren, den das kanonische Recht vorsieht. Kardinäle 200 Tage, Erzbischöfe 100 Tage, Bischöfe 50 Tage. Kommentar: Es geht wie auf einem Jahrmarkt zu. Kommentar Ende. Keine kann Ablässe auf andere lebendige Personen übergehen lassen, aber alle päpstlichen Ablässe können auf Seelen im Fegefeuer übertragen werden, soweit es nicht anders festgelegt. Kommentar: Wo ist es denn festgelegt? Nicht in der Bibel. So nicht. Ende des Kommentars. Apostolische Ablässe können vollständig oder teilweise sein, vorausgesetzt, sie sind vom Papst oder seinen Beauftragten gesegnet.
Durch dieses geistige Instrument erlangt die katholische Kirche nicht nur große Autorität bei ihren Gläubigen, sie ist darüber hinaus durch ihren Anspruch, eine Strafe nach dem Tode erlassen zu können, in der Lage, einen gewaltigen Druck auf die religiösen und moralischen Gepflogenheiten ihrer Anhänger auszuüben. Zugleich steigert sie dadurch die Autorität des Papstes.